Lohnt es sich, die neue Lamine Yamal SBC oder die neue Nico Williams SBC zu machen? Da werfen wir heute mal einen genauen Blick drauf. Außerdem gucken wir uns die neue kostenlose Larora Evolution an, beziehungsweise ich zeige euch da die besten Evolution-Kombinationen. Ich möchte euch aber nicht nur die besten Kombinationen zeigen, sondern ich möchte euch auch zeigen, wie ihr zukünftig zu jeder neuen Evolution immer die besten Gratis-Kombinationen selbst finden könnt. Wenn euch das weiterhilft, gerne einen Daumen nach oben da lassen, Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Wir starten direkt rein und zwar mit dem 1-Münzen-Pack. Wenn ihr euch in den letzten Tagen angemeldet habt, in Ultimate Team, ja, außer bei die Web-App oder Begleit-App, dann habt ihr wieder ein 1-Münzen-Pack im Shop, ja, unter Packs für dich und das empfehle ich euch natürlich für eine Münze zu öffnen. Ich habe keine Erwartungen und wurde wieder mal nicht enttäuscht, aber wer weiß, ich habe schon gesehen, dass der ein oder andere daraus ein Mondi gezogen hat oder ein Mbappé, deswegen einfach mit nehmen. Vielleicht hat man mal Glück und wenn nicht, ist es auch nicht so wild. Eine wichtige Information habe ich noch, bevor wir uns Lamine Yamal und Nico Williams angucken. Und zwar wurden dem Quellcode neue Packs hinzugefügt. Und das heißt, dass wir diese Packs höchstwahrscheinlich in den nächsten Tagen sehen werden. Das sind Shop-Packs, ja. Und hier ist mir was aufgefallen. Und zwar bekommen wir ein Heroic Season Opener Pack. Und dieses Pack beinhaltet 35 seltene Spieler, drei mit einem Rating von 84 oder höher und einen Hero. Das ist kein Leih-Hero oder so, das ist ein richtiger Hero mit einem Rating von maximal 87. Also wenn ihr irgendwie tauschbare Heroes bis einem Rating von 87 spielt, dann würde ich mir überlegen, ob ihr den Hero in den nächsten Tagen irgendwie mal verkauft, weil ich kann mir gut vorstellen, wenn dieses Pack im Shop ist, dass das natürlich auch Impact auf den Hero-Markt hat. Ja, nicht, dass ihr dann am Ende des Tages überrascht seid. Ich will euch darauf einfach nur vorbereiten, was ihr am Ende des Tages mit eurem Hero im Verein macht, falls ihr einen habt, ja, ja, ist euch überlassen, ist ja klar, ne? Ganz, ganz wichtig. Dann haben wir heute die Nico Williams und die Lamine Yamal SBC bekommen, genau wie im letzten Jahr, Lamine Yamal 18 Uhr, Nico Williams um 19 Uhr und das ist natürlich ein absolutes Traumduo. Ich muss euch auch sagen, die Karten sehen cool aus, auch von den Stats her auf jeden Fall nicht verkehrt, vor allem Nico Williams. Aber ich bin ehrlich zu euch, wir zahlen einmal 207k und 522k. Heißt, wenn wir dieses Duo spielen wollen, geben wir so roundabout 750.000 Münzen aus, wenn wir kein SBC-Futter im Verein haben. Und das zu Beginn von FC 25. Und ich finde halt, wenn man sich zum Beispiel Lamine Yamal anguckt, der hat ja auch eine Inform-Karte. Die war teilweise bei über 100.000 Münzen. Ja, die ist richtig gedroppt wegen der SBC. 48.000 Münzen. Klar, der POTM ist besser. Ja, der hat zwei Stats mindestens überall mehr. Ja, kostet dafür aber auch das Vierfache. Nur mein Hintergedanke ist, wie lange spiele ich diesen Lamine Yamal POTM? Bin ich ein Fan, werde ich ihn wahrscheinlich lange spielen. Wenn ich jetzt einfach mal Bock auf die Karte habe und vielleicht nicht so viele Coins auf der Orb und nicht alle meine Coins in diese SBCs reinstecken möchte, dann würde ich tatsächlich die Inform-Karte von denen spielen. Ja, vielleicht kommt da auch mal eine geile Evolution raus, dass man den nochmal pushen kann. Der POTM ist ja keine Live-Karte. Deswegen, ich würde mir das überlegen. Macht jetzt nicht aus Hype einfach eine SBC, sondern geht nochmal in euch, überlegt euch, wie lange werde ich diese Karte wohl spielen. Vielleicht bin ich ja auch mit der tauschbaren, etwas schlechteren Version zufriedener und kann dann lieber die Coins nehmen, um mein Team allgemein so ein bisschen aufzubessern, weil ich bin ehrlich zu euch, die wenigsten von euch werden 700k auf der Uhr haben und wenn sie 700k haben, dann würde ich nicht in beide SBCs gehen und der Rest des Teams ist scheiße. Ja, dann würde ich mir lieber für 700k einen Lamine Yamal Inform kaufen, der vernünftig ist. Dann habe ich da nur 50k ausgegeben und das gleiche auch bei Nico Williams. Ja, die Karten sehen eigentlich fast identisch aus oder sie sehen, ja, doch plus 1 überall. Ne? Also so richtig viel Unterschied ist da tatsächlich nicht zu sehen. Auch von den Playstyles bzw. von dem Playstyle Plus und von den Rollen, das ist alles, soweit ich das richtig sehe, das gleiche. Weak Foot, Skill Moves, alles gleich. Ja, ich weiß, der hier ist eine Live-Karte, der kann Upgrades sammeln, der kann neue Rollen sammeln, aber auch hier, die SBC kostet 500k, Nico Williams Goldkarte 100k. Ihr spart euch also 400k und müsst jetzt nicht auf irgendwelche Upgrades noch warten oder auch hoffen. Heißt, ihr habt noch mehr Coins, um euer restliches Team zu bauen und ihr geht nicht in Untrade-Spieler, sondern in eine tauschbare Goldkarte. Also ich möchte euch
jetzt nicht die SBCs madig reden. Ich möchte nur, dass ihr einmal mehr drüber nachdenkt und es am Ende des Tages wirklich nicht bereut. Aber egal, was ihr macht, ob ihr jetzt die Goldkarte von Nico Williams spielt, die SBC-Karte von Nico Williams, den TOTW von Yamal oder den POTM von Yamal, wir haben eine neue Gratis-Evolution gekommen und darüber müssen wir auch mal kurz reden. By the way, wenn euch das Video bis hierhin weitergeholfen hat, gerne Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und Kanal abonnieren und einen Daumen nach oben da lassen. So, ich weiß gar nicht, ob ich es in diesem Video schon gesagt habe. Und das ist diese La Roja SBC. Keine Ahnung, ob man das so ausspricht, ist mir auch ziemlich egal. Aber die ist kostenlos. Ja, heißt, wenn ihr die beiden spielt oder einen von den beiden, Lamine Yamal oder Nico Williams, macht es durchaus Sinn, diese SBC abzuschließen, damit ihr die Karten noch besser in eurem Team linken könnt. Und da gibt es auch richtig gute Evolution-Kombinationen, die möchte ich euch natürlich auch mal eben zeigen. Kombination 1, die wirklich nicht schlecht aussieht, ist Morales im Sturm. Ja, den packt ihr in die La Roja Evolution und dann in die Ultimate Edition Evolution. Die habt ihr halt nur, wenn ihr FC25 vorbestellt habt, also die Ultimate Edition habt. Aber es gibt auch noch weitere Kombinationen, die nicht verkehrt sind. Wir haben zum Beispiel diesen Victor Gomez, der sieht von den Stats auch nicht schlecht aus. Den bekommt ihr, indem ihr die Base-Karte von ihm holt. Dann packt ihr ihn in die La Roja Evolution, dann in die Wert-Limit Evolution, wenn ihr sie noch habt, und dann in die Club-Member Evolution, die jeder bekommen hat, der, glaube ich, FC24 gespielt hat. Ja, danach sieht die Karte so aus. Es geht aber noch besser von der Kombination her. Und zwar mit dem Kollegen hier. Ja, das ist eine 5er Evolution Kombination und alle Evolutions sind gratis. Also auch hier Base-Karte, dann die Karte in die La Roja Evolution, dann in die Box-to-Box Evolution, dann in die Aufschwung Evolution, Ultimate Edition Evolution und das hier ist die Werte-Limit Evolution. Der hat auch ein Meta-Rating von 88,1. Guckt euch mal die Werte hier an. Ja, die sind wirklich extrem gut. Schaut mal. Sprint 87, ja, Schusspower 81, Longshots sind sehr, sehr gut. Alle Werte können sich eigentlich sehen lassen. Hier Dribbling und Balance, auch sehr, sehr gute Werte hier. Alles über 80. Also er hat keinen Wert, der wirklich rein scheißt, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, also das ist wirklich eine richtig krasse Karte. Aber ich bin auch ehrlich zu euch, seid euch bewusst, dass ihr dann diese ganzen kostenlosen Evolutions, auch die ihr bekommen habt, weil ihr zum Beispiel FC25 vorbestellt habt, dass ihr die dann in diese Evolution reinpackt. Die sind dann weg, die werden nicht wiederkommen und wenn dann in den nächsten Wochen irgendwie noch eine andere geile Evolution kommt, wo ihr dann zum Beispiel die Ultimate Edition Evolution gebraucht hättet, dann habt ihr natürlich Pech. Ne? Seid euch da bewusst, wenn ihr diese Evolution macht, ist diese Evolution hier weg. Deswegen, wenn ihr diese Evolution nicht wasten wollt, also diese Ultimate Edition Evolution oder so, das hier sind die besten Kombinationen oder das hier sind die besten Evolutions ohne Kombination. So rum. Ne? Habt ihr einen Box-to-Box-Player mit Rosa Marquez. Ja, sieht auch sehr, sehr gut aus von den Stats. 4 Sterne, 5 Sterne, 83er Meta-Rating. Solide Karte, würde ich sagen. Ja, sehr, sehr solide Karte. Ja, ansonsten, ja, Karten sind okay. Keine absoluten Bretter, ja, aber okay, wenn man Lamine Yamal und Nico Williams spielen möchte. Ich möchte euch aber auch noch mal ganz kurz zeigen, wie ihr diese Evolution-Kombination selbst findet. Ja, ihr geht einfach bei EasySBC auf Evolutions. By the way, das ist keine Werbung. Ja, die Plattform ist einfach cool. Und dann könnt ihr hier, ich glaube, da ist meine Facecam drüber, aber hier steht exklusive Paid Evolutions, also Evolutions rausnehmen, die für die man bezahlen muss. Und dann können wir hier beispielsweise in Chained Evolution reingehen. Das sind dann diese Evolution-Kombinationen. Und dann seht ihr alle verfügbaren, kostenlosen Evolution-Kombinationen, die ihr gerade machen könnt. Ja, ihr könnt hier natürlich noch einzelne Evolution aussuchen bzw. auswählen. Dann habt ihr hier die La Roja Evolution. Dann werden euch hier die besten Evolution-Kombinationen angezeigt. Wir haben die Glow Up Evolution, ja, also ist wirklich ein sehr, sehr hilfreiches Tool für jede neue Evolution, die rauskommt, sehr weiter zu empfehlen. Also Leute, ihr wisst Bescheid, ein Münzenpack mitnehmen, Williams SBC, Lamine Yamal SBC, nochmal eine Nacht drüber schlafen und überlegen, ob die Goldkarte von Williams und die TOTW-Karte von Lamine Yamal nicht ausreichend sind. Ihr wisst die besten Kombinationen für die neue Evo und ihr wisst, wie ihr die neuen Evos jetzt immer finden könnt. Ja, die besten Kombinationen. In diesem Sinne, das war's für heute. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns morgen wieder auf dem Food Peppy Trading Kanal. Bis dahin, schönes Wochenende. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer Seth.